Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Mitgegangen, mitgefangen. Will mitkommen. Okay, wir fragen erst mal freundlich in der Rezeption auf. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erstmal ganz freundlich nachfragen. Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Tja, dann gehen wir wohl wieder. Tschüss. Ich find's raus. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. 743. Noch ein Snack mitnehmen. So weit, so gut. Okay, jetzt müssen wir noch hinkommen. Was jetzt? Alden, öffne irgendwie diese Tür. Das war wohl nichts. Mist! Du musst zuerst die Wache ablenken. Sieh dich mal um. Das war nicht gut genug. Irgendwas geben. Security? Ja, hallo. Na gut. Sehr gut, Alden. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Wie das Licht aus ist. Schnell. Irgendwas geben. Nur ein Knopf irgendwo. Mach auch schnell einen Kaffee. Ja.
können wir vielleicht. Nein, er ist natürlich zu weit weg. Bevor ihn von der anderen Straßenseite ausziehen. Präsidenten ausgeschaltet. Jetzt hier nicht durch die Tür kommt. Hinten. In den Schrank ein. Oha! Muss das sein? Können wir die Karte mitnehmen? Wir müssen sie sogar mitnehmen. Können wir hinter uns zumachen vielleicht? Das wäre auch keine so dumme Idee. Scheiße. Mal reingucken. Ich kann dich sehen, Aiden. Holy ich shit. Kann dich sehen. Wir müssen nichts vergessen. Wir untersuchen das bis ins kleinste Detail. Sonst gibt's mehr Probleme. Der Teufel steckt im Detail. Oh. Ja. Kann man so schalten. Nur keine Kameras vergessen. 41, ich hab's gefunden, Jody. Gut gemacht. Ja, der ist schon vorgegangen. Ist durch die Kameras gelaufen. Jody, ich bin hier. Ja, ich mach hier. Was du hättest machen sollen. Vorsichtig sein, die Kameras. Nicht ignorieren. Okay, hier sind noch weitere Kameras. Viel zu spät hier für die Kameras. Der steht hier direkt vor der Kamera. Die ist zu weit weg. Hinten muss irgendwo noch eins sein. Perfekt, jetzt haben wir alle. Was willst du denn nur von mir? Ich habe doch gar nichts getan. Nein, ich habe gar nichts getan. Du musst jetzt damit aufhören. Folterst mich.
Okay, können wir nicht weiter. Schau mir die Bekloppten an. Geh weg! Ein paar davon können sehen. Komm nicht zu mir rein! Du bist der Teufel! Ah ja. Okay. Jetzt gehe ich noch die anderen gucken. Ist die Kamera hier noch an? Sieht so aus. Und die haben wir schon ausgeschaltet. Dürfte also eigentlich nicht. Die haben wir schon gesehen. Gibt's hier noch was? Können natürlich alles mitnehmen. Lass mich allein! Hier ist keiner. Wirst du wirklich dein Dasein aufgeben und rettest diese kranke Welt, Jody? Okay, der weiß von Jody. Das ist gruselig. Es ist eine eigene. Mitbekommt es, ja. Wer ist denn Jodys Plan? Da ist Mutter. Na dann. Höchste Eiszeit. Ich warte hier. Jody, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Sie muss das tun. Mom, ich bin's. Jody. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Hilf mir ein. Ich weiß nicht, ob du das sehen wirst, was Aiden sieht. Aber doch, das will sie. Oh. Wirklich toll, Nora. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bring sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will sie sehen! Wir müssen noch mal ein Wort mit. Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten.
Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Nein, war es nicht. Was, Aiden? Was willst du mir zeigen? Ach du Schande. Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Das wird nicht viel bringen. Ich bin zu lange drin. Meine Kleine. Meine Tochter. Ich hatte solche Angst. Ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Jodie. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Wie denn? Das geht nicht, Jodie. Zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Es beenden. Sie töten. Oder in der Hölle lassen. Ich will, dass Jodie das nicht mit ansehen muss. Dreh dich um. Tropfen von der Hölle erlösen, in der sie ist, können wir nicht. Wenn wir sie zurückbringen, können wir sie nicht. Es tut mir leid. Sie hat das so gewollt. So traurig. Na, das war klar.
Das müssen wir jetzt noch erleben. Nach dieser Runde, die wir gerade gemacht durchlebt haben. Nachdem wir unsere Mutter verloren haben. Was soll jetzt noch kommen? Die Mutter und sie? Oder nee? Das wäre anders. Das ist nicht Jodie, die andere. Okay. Was sehen wir hier? 95%. Maker sind wir. Department of. Ist das dieses DPA oder? Oder was? Da sind die bösen Energien. Bösen Geister. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie. Schön, du Idiot, hast du nicht gehört, was beim letzten Mal, hast nicht gesehen, was beim letzten Mal passiert ist. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ja, ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Was zum Fick ist hier los, vor allem erstmal? Was war mit meiner Mutter nicht? Das ist ohne Frage. Warum? Wir wissen, dass sie Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jodie. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst. Es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Warum all die Lügen, Nathan? Diese Leute, die meine Eltern spielen mussten. Die DPA dachte, du brauchst eine stabile, emotionale Umgebung. Ein Heim, liebende Eltern, das Abbild eines normalen Lebens. Alles, damit das Studienprojekt realistisch ist. Studienprojekt? Sie ist nur ein Studienprojekt. Studienprojekt? Experiment. Ganzes verbuchtes Leben. Was war ich für dich, Nathan? Ein Spiel. Laborratte? Ich war doch nur ein Kind, verfluchte Scheiße! Ich war nur ein kleines Kind! Nein, du warst die Tür! Die Tür zwischen unserer Welt und der Infrawelt! Du warst alles, wovon wir geträumt hatten! Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören?
Du arbeitest für die! Und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal... Sie war niemals frei. Sie wird niemals frei sein. Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Sie wird niemals frei sein. Nach Dorkians gefragt, 72%. Nicht nach dem Vater gefragt, ja. War jetzt erstmal nicht so wichtig, erstmal die Mutter. Wach abgelenkt, Verteilerkasten. Noras Laien beendet, 72%. Die meisten sind einfach, die anderen sind nicht meisten, die wenigsten. Die restlichen sind dann einfach gegangen. Zählend einerkundet, 90%. Medaillon genommen. Das hätte man nicht nehmen können. 2% haben es nicht genommen. Okay, Nora vom Leiden befreien, das ist, ja, sie da weiter, wir haben ja gesehen, sie ist dort bei den, wird schon Monstern beherrscht und wird, die dann noch in dieser Hülle zu lassen, das wäre unmenschlicher als alles andere.